Moin und willkommen bei der Sprache der Zahl. Heute beschäftigen wir uns wieder mit der interessanten Fragestellung, warum ist eigentlich Minus mal Minus Plus? Und im zweiten Teil zeige ich euch eine Lösung anhand von Quadratzahlen. Das heißt, wir fangen ganz einfach an. Wir haben 7 Quadrat ist gleich 7 Quadrat. Ich glaube, ja, das muss man nicht weiter ausführen. Was können wir jetzt hier machen? Wir können das jetzt praktisch hier erweitern. Wir erweitern die 7 mit einer 3 und ziehen gleichzeitig wieder eine 3 ab. Das heißt, wir erweitern praktisch mit 0. Plus 3 minus 3 ist 0, also steht dasselbe da. Dann können wir es jetzt zusammenfassen ein bisschen. Wir haben den 7 Quadrat ist gleich 10 minus 3 Quadrat. Wir könnten es natürlich auch jetzt in der 7 zusammenfassen, aber das wird uns nichts bringen. So, das heißt, wir sind jetzt hier und wir haben jetzt hier praktisch ein Binom. Binomische Formeln brauchen wir jetzt aber noch nicht kennen. Wir schreiben jetzt 10 minus 3 mal 10 minus 3. Wir haben jetzt das Quadrat ausgeschrieben und jetzt müssen wir ausklammern. Das heißt, hier bleibt das 7 Quadrat. Wir haben dann 10 mal 10 ist 100 plus 10 mal minus 3 ist minus 30. Also wir wissen, dass eine positive Zahl mal eine negative Zahl eine negative Zahl ergibt. Das ist jetzt auch nicht die Frage. Dann haben wir noch minus 3 mal 10. Das ist wieder minus 30. Und zum Schluss das Unbekannte. Wir haben plus minus 3 mal minus 3 und wir wissen nicht, was es ist. Das heißt, wir schreiben den hier hin. Plus minus 3 mal minus 3. So, jetzt können wir ein bisschen zusammenfassen. Die 7 Quadrat sind 49. 100 minus 30 sind 40. Und das bleibt hier stehen. Das ist ja unsere Unbekannte. Minus 3 mal minus 3. So, jetzt bringe ich das noch auf die andere Seite. Dann steht hier 9 ist gleich minus 3 mal minus 3. 3 mal 3 ist 9. Das ist auch nicht die interessante Frage. Aber Minus mal Minus muss Plus ergeben, denn wir müssen eine 9 rausbekommen. Und das ist auch schon alles. So kann man es einfach zeigen. Und, aber dranbleiben, es gibt noch eine zweite Möglichkeit mit Variablen. Und wen das interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. So, brauchen wir so einen Platz. Wir können dann ja schreiben, a Quadrat ist gleich a Quadrat. Und jetzt machen wir dasselbe wie hier. Wir erweitern unser a. Ich mache es hier mit x minus x Quadrat. So, jetzt können wir hier die Klammern auch schon ausschreiben. Zusammenfassen können wir hier ja nichts. Minus x minus x. So, das Ausklammern ist hier etwas länger, denn wir haben hier drei Variablen drin. Hier hatten wir nur 2. Wir fangen an. A mal a ist a Quadrat, a mal x ist ax, a mal minus x ist minus ax. Dann kommen wir zu x mal a ist auch plus ax. Dann zu x mal x ist plus x Quadrat und plus x mal minus x ist minus x Quadrat. Denn das letzte, minus x mal a ist minus ax. Minus x mal plus x ist minus x Quadrat. Und minus x mal minus x, das wissen wir jetzt wieder nicht. Das heißt, wir haben hier plus minus x mal minus x. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen zusammenfassen. Das a Quadrat lassen wir erstmal, das a Quadrat auch. Ich habe plus ax und noch ein plus ax. Und plus 2ax, minus ax, nochmal minus ax, sind minus 2ax, plus x Quadrat, das bleibt alleine erstmal, minus x Quadrat und minus x Quadrat sind, minus x Quadrat. Und das bleibt hier hinten übrig, minus x mal minus x. So, jetzt können wir kürzen. A Quadrat ist auf beiden Seiten. Plus 2ax, minus 2ax.
Und aus x Quadrat minus, hier ist der Fehler, minus 2x Quadrat, ne? X Quadrat und minus 2x Quadrat. Hier bleibt dann minus x Quadrat über. Das heißt, hier auf dieser bleibt eine 0. Wir können ja minus a Quadrat rechnen. Und hier bleibt jetzt nur noch minus x Quadrat plus minus x mal minus x. Das x Quadrat auf die andere Seite bringen. Minus x mal minus x. Und wir sehen, es ist genau dasselbe wie hier drüben. X mal x ist x Quadrat und das Vorzeichen, damit es stimmt, muss minus mal minus plus ergeben. Wie wir sehen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können mit konkreten Zahlen rechnen oder mit Variablen. Mit Variablen hat natürlich den Vorteil, dass wir jede beliebige Zahl einsetzen können. Und, worauf ich noch hinweisen möchte, ist dieser Schritt, der häufig übersprungen wird, 7 plus 3 minus 3 und häufig weggeschrieben direkt 10 minus 3. Das kann man mit konkreten Zahlen machen, ist aber eine nicht so gute Angewohnheit, denn in der Mathematik rechnen wir eigentlich lieber mit Variablen. Und bei Variablen, wie wir hier sehen, wir haben hier dasselbe gemacht, plus x minus x, wir können das aber nicht zusammenfassen. Hier ist 7 plus 3 eine 10, was a plus x ist, wissen wir noch nicht. Und deswegen gewöhnt euch an, schön sauber zu rechnen und dann klappt das auch. Und jetzt seid ihr dran.